Am Mittwoch wurde im Wuppertaler Engelsgarten in Barm eine Friedrich-Engels-Statue enthüllt. Die fast 4 Meter hohe und 900 Kilo schwere Bronzeskulptur erhielt Wuppertal als Geschenk von der Volksrepublik China. Entgegengenommen wurde sie von Oberbürgermeister Peter Jung und Ebert Illner, dem Leiter des Engelshauses. Neben dem Künstler Zheng Shengang, der die Statue anfertigte, war auch der chinesische Botschafter Xi Min anwesend. Das ist eine einmalige Gelegenheit. Es ist ein Ausdruck der engen Verbundenheit zwischen China, Nordrhein-Westfalen und Wuppertal. Also ich finde die Statue sehr monströs, sehr groß und wuchtig. Aber ich meine, es ist zweifellos Friedrich Engels. Ich hätte mir den Friedrich Engels als jungen Mann gewünscht, weil er immer so als Denker dargestellt wird. Und er war ja nun ein vielseitiger Mensch mit philosophischen, künstlerischen, allen möglichen und auch schriftstellerischen Ambitionen. Es zeigt die guten Beziehungen zwischen Deutschland und China. Es ist aber auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt für die Beziehungen zwischen China und Wuppertal. Und Anknüpfungspunkt für diese Beziehungen ist Friedrich Engels. Und er ist ein großer Sohn dieser Stadt und wird heute in China hoch verehrt. Engels wird in China als Philosoph und Mitbegründer des Marxismus verehrt. Wuppertal ist so ein Anziehungspunkt für chinesische Touristen geworden. Die Engels-Statue löste im Vorfeld einige Diskussionen aus und zog auch an ihrem Enthüllungstag Kritiker in den Engelsgarten. Ganz zum Schluss gab es eine Diskussion unter dem Motto, man solle doch von China dieses Geschenk nicht annehmen, weil der Friedrich Engels heute, wenn er gelebt hätte und in China wäre, im Gefängnis sitzen würde. Das halte ich jetzt für ein bisschen weit hergeholt und absurd. Das sehe ich nicht so. Also wir sind heute von Amnesty International hier, weil wir wieder darauf aufmerksam machen möchten, dass ja vor 25 Jahren das Massaker am Tiananmen-Platz war. Zwar ist die Einweihung der Engels-Statue heute sehr wichtig und wir sind auch für diese Statue, aber wir sind halt immer noch gegen die Menschenrechtsverletzung in China. China hat heute mit Marx und Engels nichts mehr zu tun. Das ist genau das Gegenteil. Die haben Marx und Engels verraten und wird nur noch benutzt, um diesen Betrug zu verschleiern, dass sie inzwischen selber wieder neue Kapitalisten geworden sind. Und das kritisieren wir. Wenn man Denkmäler macht, dann müssen die auf Augenhöhe der Menschen sein. So wie die Minna Knallenfalls und nicht 4 Meter hoch, wo du Genickstarre kriegst, wenn du da hochguckst. 2010 besuchte der heutige Vizepremier Mai Kai das Engelshaus in Wuppertal und beschloss die Stiftung des Geschenkes. Im Mai diesen Jahres wurde die Skulptur dann schließlich nach Düsseldorf geflogen. Die Engelsstatue ist ab sofort in der Parkanlage neben dem Engelshaus zu bewundern.